Hallo zusammen und willkommen zurück zum Skyward Sword Let's Play. Ich bin Silas Q und wir werden uns jetzt den Boss vorknöpfen von diesem Dungeon. Und ja, probieren wir dann gleich mal den Schlüssel aus und sehen, ob wir da mal direkt reinkommen. So wie beim letzten Tempel auch, müssen wir den einfach nur drehen und passend einführen. Wir haben eine lange Stelle und die muss nach oben. Dann drehen wir noch mal ein bisschen. So, ich glaube, ich hab's. Ja, sieht doch gut aus. Sehr schön. Nailed it! Sesam, öffne dich! Ha, nice. Gut, gut. Dann mal rein in die gute Stube. Ah, mal sehen, was uns hier erwartet. Im letzten Tempel war es ja Girahim, den wir besiegen mussten. Und wie es scheint, ist Zelda immer... haben wir Zelda bisher noch nicht gefunden. Was ist denn jetzt los? Der Stein von vorhin? Na gut. Ah! Also Zelda war tatsächlich hier. Wie ist die dann wohl entkommen? Ich meine, so eine Kette durchbricht man jetzt nicht einfach. Naja. Gehen wir mal davor. Ich denke mal, dort wird sich Zelda wahrscheinlich aufhalten. Hä? Ach, der schon wieder. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. So trifft man sich wieder, hä? Du Bastard. Puh. Schon wieder diese Marionette der Göttin. Dienerin oder was auch immer. Sein König. Er ist sich seiner Sache aber ziemlich sicher. Wir werden dich aufhalten, Arschloch. Hä? Kommst du jetzt runter oder was? Oh, fuck! Okay. Ein Stein. Okay, ein bisschen mehr als einfach nur ein Stein. Oh, verdammt. Okay, ein brennender Felsklumpen. Bleib mal weg. Vielleicht Bomben nutzen. Ah. Ich hab schon durchschaut, wie das Ganze das funktioniert fast wie Dodongo, okay. Da ist ein... okay. Also ist eigentlich ganz einfach. Der verfolgt einen erstmal ein bisschen. Dann, wenn er aufhört zu glühen, nämlich jetzt, müssen wir ihm eine Bombe entgegenwerfen. Er wollte ein bisschen zurückrennen, wenn wir mal hinterher, genau. Dann öffnet er sein Maul. Und da können wir wieder eine Bombe entgegenschmeißen. Super. Also, das funktioniert ein bisschen ähnlich wie Dodongo eigentlich aus Ocarina of Time. Oh, okay, jetzt blüht er wieder, jetzt kann ich ihn nicht angreifen. Oh, verdammt, ich komme jetzt nicht mehr hin. Ah! Autsch! Feuer, heiß. Okay, das macht er also, wenn ich ihn nicht daran hindere, Luft zu nehmen und seinen Angriff auszuführen. Aber warum das einfach so plötzlich gemacht hat? Naja. Doch ein bisschen tricky, der Boss, als ich gedacht hätte. Gleich mal hier nochmal zerhauen und bam. So schön. So. Habe ich leider ein bisschen selber getroffen, habe ich gerade gemerkt. Damn. So.
sind aber auch gut dabei. Selbst wenn was passiert, wir haben noch zwei Feen, glaube ich. Oder eine Fee haben wir noch dabei. Mindestens. Passt also, kein Problem. Ah, hier kann ich runterrennen. Also jetzt beginnt wahrscheinlich die zweite Phase vom Kampf. Oh, verdammt. Puh. Okay. Also jetzt, der zweiten Phase, wie es aussieht, kann man dann manchmal, je nachdem, wie es gerade läuft, kann man unter ihnen hindurchlaufen. Also genau so. Weil er die ganze Zeit glüht, ohne Unterbrechung. Dann rollt er sich runter. Voll im Karacho. Und dann geht das gleiche Spiel von vorne los. Ihm eine Bombe in den Rachen schmeißen. Solange man noch dazu in der Lage ist. Ich glaube, das wird sogar das letzte Mal sein, wo wir jetzt... Ah ja! Super! Schon geschafft! Nice! Schon merkwürdig, was sich uns alles entgegenstellt, ne? Komischer Fels, der in Flammen steht, plötzlich böse wird und angreift. Schon interessant, sage ich jetzt mal. Ah, unser nächster Herzcontainer. Super. Gut, gut. Dann schnappen wir uns den gleich mal und machen uns da auf den Weg zu dem Schrein, der hinterm Tempel liegt. Müsste ja genauso sein wie beim Tempel des Himmelblicks. Und ja. Vielleicht haben wir sogar noch Glück und Zelda ist tatsächlich noch da. Aber dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ah, ich kann jetzt noch ein paar Bomben mal mitnehmen. Ich habe jetzt einige. Oh, ich bin jetzt nicht zu viel gesprintet. Hab ein bisschen zu viele verbraucht an Bomben. Können wir ja gleich mal einige mitnehmen. So. Gleich nochmal. Gleich noch eins. Noch zwei Stück. Da noch einer. Da noch. Ja, komm, nimm. Da noch einer. Gut. Dann, genau wie drüben, haben wir dann hier so eine Barriere, so ein Tor der Göttin. Ah, da wären wir jetzt. Hä, da stehen ja zwei Leute. Die eine kennen wir ja. Die andere kommt uns irgendwie bekannt vor. Hä, das ist ja Zelda. So viel Freude in Links Gesicht. Oh, wieder. Oh. Wiedervereinigung. Ich will's haben. Ja, aber nach all dem Weg, den wir auf uns so genommen haben. Komm schon, wenigstens mal unterhalten. Oh. Ach nö. Da geht sie hin. Gleich mal hinterher. Bitte was? Wir haben bisher gekämpft wie ein Löwe. Was denkst du dir? Ja, stimmt schon, dass wir etwas zu langsam waren, aber komm schon. Ach, verdammt.
Zelda ist, Link ist auch sichtlich wütend darüber, dass er wohl nicht stark genug ist, um Zelda zu schützen. Und auch die harten Worte von ihrer Beschützerin gehen dem wohl anscheinend sehr auf die Nieren. Naja, erfüllen wir mal unsere Routine hier, aktivieren wieder dieses Wappen. Ah, genau wie beim letzten Tempel. Nachricht der Göttin. Die Wüste Ranel, okay. Noch so eine Steinplatte. Genauso wie wir sie im letzten Tempel bekommen haben. Dann schätze ich wohl, unser nächstes Ziel wird Ranel sein. Das dürfte jetzt auch die letzte Steinplatte sein. Aber Link scheint weiterhin fest entschlossen zu sein, Zelda zu beschützen. Also, machen wir uns auf den Weg. Gut, dann machen wir das mal. Und ich hätte dann an der Stelle erstmal den Part abgebrochen. Wir sehen uns dann im nächsten Part vom Skyward Sword Let's Play, in dem wir uns Folgenhold begeben und die Steinplatte einsetzen. Und ja, mal sehen, was sonst nochmal auf dem Plan steht. Wir sehen uns dann. Bis denne.